Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken bei der Pokémon Blau. Ich hoffe, ihr seid ready. Denn heute, jetzt, hier, ich hätte fast gesagt live, aber so richtig live ist es ja nicht. Aber es gibt den Kampf. Ash! Nee, warte mal. Chris! Gegen Pyro. Also ich habe meinen Charakter früher immer Ash genannt, dafür wurde ich auch teilweise ausgelacht. Und den Gegner habe ich immer Gary genannt, also das war für mich selbstverständlich. Ich hatte immer Bock. Also ich wollte... Ich glaube, das hatten andere mehr, dass die so dieser Charakter wirklich so sein wollten und sich dann auch, wie gesagt, du kannst ja in Spielen auch deine Charaktere so bauen, wie du selber aussiehst oder so. Oder so annähernd, wie du denkst, dass du aussiehst. Ich wollte immer die Story nachspielen. Also ich hatte immer am liebsten so, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Uncharted oder so, oder Tomb Raider, ich mochte diese Charaktere. Ich wollte mit diesen Charakteren dieses Abenteuer erleben, mit denen zusammen. Und nicht erstmal eine Stunde mich da reinbauen und dann so tun, als wenn ich das gerade bin, der das... Also so einen Komplex habe ich nicht. Aber wie gesagt, auch hier nicht böse gemeint, kann jeder so spielen, wie er will. Also, haha. Achso, warte mal. Haha, ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Okay, der lacht gar nicht. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Shit, wir haben keine Feuerheiler. Wir haben Hyperheiler. War das Wer wird Millionär? Nee, ne? Okay, 4. Ich sag Fukano auf 1, Akani auf 4. Ja, Punita wird Punita und Galoppa auch noch mit am Start, oder was? Pyro setzt Fukano ein. Also mit Fukano liege ich schon mal gar nicht so verkehrt. Auf Rang Nummer 1. Auf Position Nummer 1. Bodychecker, leck mich doch am Arsch. Da ist er doch wieder weg. Na, komm. Hau ihm das Ding um die Ohren. Die Knochenkeule. Ich meine, wenn man jetzt so denkt, er ist ja, so als Fuchs, Hundmäßig so Knochen. Verstehst? Könnte ja passen. Funktioniert aber in dem Fall hier nicht, weil er zu hoch gelevelt ist. Oh, Supertrank, aha. Lass mich immer wieder gerne überraschen. Da habe ich jetzt, das habe ich schon total ausgeblendet, dass die auch Items einsetzen. Stimmt ja. So. Hauptsache, das macht er jetzt nicht die ganze Zeit. Dick Dreh haut rein, würde ich sagen. Autsch. Okay, er haut auch rein, aber eher mit seinem Bodycheck, ne? Er hat richtig Bock drauf, wa? Pyro wie Punita. Ja, also bis jetzt nicht schlecht. Also, ich habe wirklich nicht nachgeguckt. Natürlich habe ich es auch irgendwie schon mal, wie gesagt, letztes Jahr hatte ich es ja auch privat schon mal durchgezockt. Auf dem Gameboy. Das habe ich mir dieses Jahr ein bisschen erspart. Ich plank mich ja ganz gerne mal auf dem Balkon, so in die Sonne oder so und ja, was weiß ich. Zock dann ab und zu mal ein bisschen Gameboy. Aber ich muss auch sagen, dass ich dadurch, dass wir dieses Jahr ja so tief im Let's Play drin sind, ich wollte mich nicht nochmal überholen. Ich hätte mich dann wahrscheinlich nochmal überholt, Pokémon-technisch. Und da habe ich so gedacht, und wie gesagt, von der gelben Edition ist ja leider diese Speicherbatterie leer. Dadurch kann ich da nicht mehr upsafen. Hätte ich nochmal Kristalledition oder so. Aber damit habe ich nicht so eine krassen Kindheit. Also damit verbinde ich nicht so eine krassen Kindheitsveränderung. Eine Fresse, Alter. Es ist spät. Ich habe schon die dritte Folge hintereinander jetzt aufgenommen. Und ich war heute schon arbeiten. Und nachher ist noch Deutschland. Also heute ist Europa. Ich will immer Europa League sagen. Aber Europameisterschaft beginnt heute Abend. Deutschland spielt gleich gegen Schottland. Das habe ich auch noch auf der Uhr. Wer sich für Fußball interessiert, orakelt habe ich es auch schon. Also es existiert schon, okay, aus eurer Sicht, existiert das locker schon 1-2 Wochen auf dem Kanal. Was super Trank, ey. Aber es haut hin, ne? Das merke ich ja jetzt erst hier. Das scheine ich noch im Muskelgedächtnis so abgespeichert zu haben.
dass das tatsächlich Fukano, ich meine, das ergibt ja auch Sinn, ne? Du hast Fukano, dann Punita, dann Galoppa und zum Schluss dann halt ein Akani. Weil das ist ja auch so ein bisschen, da bin ich im letzten Part schon drauf eingegangen, das ist schon sein Flex hier mit Akani. Das ist so sein Marken-Pokémon, glaube ich. Sein Markenzeichen so. Er sieht aber auch cool aus. Wieso gibt der Supertrank? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also solche Aussetzer verstehe ich auch immer nicht so ganz. Könnt ihr die erklären? Also habt ihr da einen Plan, warum direkt am Anfang da einfach random ein Supertrank gegeben wird, obwohl noch gar kein Schaden passiert? Jetzt ergibt es ja Sinn. Aber ob das einfach ein Bug ist oder so? Das ist der Buller, ja. Ja, okay, das ist natürlich auch ein Fail, ne? Dass er jetzt hier seine Akani Level 47 und er setzt halt Buller ein, so. Das ist halt Quark. Aber gut, wenn er nicht ab und zu solche Aussätze hätte, würde er mich wahrscheinlich auch wegflexen, ne? Aber hier sind wir wieder bei dem Punkt, den ich auch schon im letzten Part angesprochen hatte, dass wir wahrscheinlich Gyarados und Turtok gar nicht brauchen. Ja. Haben wir gar nicht gebraucht. Wir haben nicht mal Pikachu gebraucht. Also das soll jetzt nicht irgendwie ein Flex sein, dass wir so krass sind. Das ist nur, das verwundert mich manchmal so ein bisschen, weißt du? Dass das, also weil gegen Sabrina haben wir schon richtig zu tun gehabt. Haha! Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk, Chris erhält TM38. Ist das nicht die Froschattacke? Davon habe ich schon viel gehört. Quack, quack. TM38 ist Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacken erlernen. Lutexo und Punita sind dafür prädestiniert. Aber wieso nur die beiden? Vor allen Dingen, wie er sich einfach arrogant wegdreht. Wieso nur die beiden? Also, warum nicht Glurak und... Wer war das noch? Lutexo und wer war das noch? Punita oder was war das? Na gut, wir haben ihn dann doch besser weggeflext als gedacht, auch ohne die Wasser-Pokémon. Ja, also das lassen wir einfach mal so stehen, ne? Also wie gesagt, es liegt mir fern, hier anzugeben. Zumal Gary ja vor uns ist. Also wir geben nachher vor Gary an, dass wir ihn weggeflext haben. Der hat's auch verdient. Wobei ich weiß gar nicht mehr, wie Pyro so drauf war. Vielleicht ist der ja auch mega der arrogante Arsch gewesen. Den habe ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Jo, also ich hätte jetzt fast gesagt, okay, dann machen wir jetzt hier einen Cut, aber... nee. Also das habe ich mir jetzt ein bisschen länger vorgestellt, um ehrlich zu sein. Also das... tja. Aber... wie machen wir das denn jetzt am besten? Pass auf. Also Pikachu muss raus. Ich plane jetzt schon mal wieder für den nächsten Orden. Pikachu muss raus. Das wird mit Pikachu nix, weil der nächste Orden ist Erde. Das heißt, Pikachu Strom kannst du knicken. Wasser würde ich drinnen lassen. Also Pikachu wird gehen für Ultrigaria. Die Frage ist halt... Dickdri könnte man drüber reden, auch drinnen zu lassen. Fragosso würde ich auch rausnehmen. Und ihr habt... Na, ihr habt nicht mehr so richtig die Chance. Also ich würde fast sagen, ja, ich mache hier jetzt einen Cut und so. Kommt halt drauf an. Aber vielleicht habt ihr ja nochmal eine Chance und dann könnt ihr nochmal, auch für später. Sonst sagt es einfach, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr da irgendwelche speziellen Pokémon sehen wollt. Weil danach geht's ja dann direkt zur Pokémon-Liga. Da habt ihr ja wahrscheinlich schon auf dem Schirm... ups. Ich bin in Gedanken gewesen. Ich wollte eigentlich hier längst. Ach so. Warte mal, hab ich irgendwelche geilen Feuer-Pokémon? Nicht wundern, ich musste gerade ein bisschen gehen. Nein, worauf ich hinaus wollte, für die Pokémon-Liga, welche Pokémon wir da reintauschen können ins Team und so. Ne? Ich werde nach der Folge jetzt hier eine Aufnahmepause machen. Ablegen. Warte mal. In dieser Box ist kein Platz. Ah, okay. Die Box wechseln. Ja, das ist immer nervig. Das ist nervig. Das stimmt. Da haben wir dann vielleicht doch ganz gut... Ja, da. So.
Warte mal, ablegen. Wir legen erstmal Dragoso ab, weil der underleveled ist. Wir legen Pikachu ab. Ich überlege gerade wegen Toboga. Tobos, sorry. Ich lege ihn erstmal ab und dann gucken wir. Wir gucken mal, was noch so am Start ist, ja? Es ist dumm und ich werde Tobos auch wieder reinholen wahrscheinlich. Obwohl man nachher nicht mehr so viel fliegen muss, sondern erst nachher Pokémon Liga, da werde ich ihn dann wieder reinholen, definitiv. Aber jetzt geht es erstmal darum, was machen wir gegen Erde? Frag noch gerade so, ey, haben wir Feuer-Pokémon? Und dann Magma direkt so, ey, hier, hi, hier, guck mal, ich bin da, Magma. Magma wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Da gehe ich wieder so ran. Magma kann dann vielleicht auch Gestein zerbomben. So, Ponita. Ponita. Slime. Noch ein Ponita, ja. Ja. Könnte man eins freilassen oder so. Omod ist, glaube ich, auch Quark. Ja, Lapras ist leider underleveled, ne? Das ist halt. Zu dem Zeitpunkt, wo man Lapras bekommt. Die hätten nicht Level 15 sein müssen, die hätten Level 25 machen müssen oder so. Kikli ist auch Quark. Wie sieht's denn aus mit Nebulak? Nebulak würde ich gar nicht so verkehrt finden, glaube ich. Lass mal Nebulak mit reinholen. Also, nicht, dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber ein Geist gegen Gestein? So, also. Na, Mauzi ist Quatsch, Pipi ist Quatsch, Zubat, Paras, Pummeluff, Nidorans, beide, ja, die sind halt underleveled, ne, Habitak. Radikal, ja, Radikal, um den tut's mir auch leid, weil der ist eigentlich auch geil mit Hyperzahn und so, aber gegen Boden, Gestein, so. Er ist mehr Boden, ne. Flamara hätten wir noch am Stissel. Ultrigaria muss auf jeden Fall rein. Ich hätte auch Bock auf Spedbo, muss ich sagen. So, ja, Smetbo wäre auch der letzte, ne? Aber, lass mal Magma. Magma, oder? Okay. Achso, transferiert stand er. Ich dachte eben, Magma wurde trainiert. Ich denke eben, hä? Was steht denn da für ein Quatsch? So. Ja. Dann heilen wir hier die ganze Party nochmal. Was man jetzt vielleicht nochmal machen könnte, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt, aber in diesem Part passiert jetzt sowieso nicht mehr viel. Also wer keinen Bock mehr hat, kann jetzt abschalten, ansonsten gerne weitermachen. Weil ich würde sagen, wir würden jetzt einfach nochmal so ein bisschen hier gucken, was brauchen wir nicht mehr. Und dann können wir nochmal die Attacken ausprobieren. Gyarados könnte das, Magma. Macht das Sinn, Magma das? Ach komm, wir machen es einfach, scheiß drauf. Feuersturm. Ja, weil, falls Magma sowas auch alleine erlernen könnte, aber ich glaube, Feuersturm lernt er nicht, ne? Wir hätten das natürlich auch Dings beibringen können. Was ist das hier? Blaststrahl, auch nicht verkehrt. Oh, sorry, Alter, auf einmal kickt die Müdigkeit rein. Also, ich werde die Hälfte davon sowieso rausgecuttet haben, also gemutet haben, aber heute bin ich irgendwie ein bisschen müde. Soll eine andere Attacke zugunsten von Solarstrahl vergessen werden? Ja, welche denn? Welche Attacke soll vergessen werden? Schlafpuder, Zerschneider geht nicht, Rankenhieb oder Säure? Säure war eigentlich ganz geil. Rankenhieb, Solarstrahl, Schlafpuder. Ja, mit Schlafpuder können wir die zum Einpennen bringen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber zur Verteidigung, wir haben Nebulak dabei. Nebulak kann Hypnose. Da schlafen sie auch ein. Ich könnte auch Pummeluff reinholen, dann können wir Gesang. Schläft er auch ein. Also wenn es nur ums Schlafen geht jetzt. Zerschneider können wir leider nicht rauskicken. Brauchen wir so oder so noch ein bisschen. Rankenhieb oder Säure. Eine von den beiden Attacken geht jetzt flöten für Solarstrahl, würde ich sagen, oder? Er ist jetzt auch der Einzige. Komm, Alter, ich flex jetzt. Wir hauen Solarstrahl rein. Komm, leck mich am Arsch.
Wir machen das jetzt. Ultrigari kann nicht mehr als 4 Attacken. Ja. Welche soll vergessen werden? Ich kick jetzt Rankenhieb raus. Aber mit der Prämisse, dass Säure flöten geht, falls wir Rasierblatt lernen. Ich hoffe immer noch, dass Ultrigari Rasierblatt lernen kann. Dann fliegt Säure raus. Ich kann jetzt schon sagen, Rasierblatt mag ich. Rankenhieb mag ich eigentlich auch, aber eine Attacke von den beiden muss gehen. Und Schlafpuder. Oh, der kickt mir Schlafpuder raus. Kannst Medbo noch Schlafpuder? Oder haben wir das da auch schon rausgekickt? Na, fuck it, dann machen wir Schlafpuder, leck mich am Arsch. Machen wir Schlafpuder, komm. Drauf geschissen. Weil wir haben ja noch ein paar andere Attacken, die wir jetzt hier... Was war das jetzt nochmal? VM, okay, bringt nix. Popschutz, Fragezeichen, Öffner, den können wir auch ablegen. Ich will nämlich jetzt erstmal die anderen Attacken... Nein! Die anderen Attacken wieder mit reinholen. Und dann können wir nämlich so ein bisschen gucken. So, was schmeißen wir denn raus aus der Nummer hier? Fragezeichen öffnen, schmeißen wir raus. Was haben wir noch? Topschutz brauchen wir... für später bräuchten wir Topschutz noch. Für die Höhle wahrscheinlich. Profi-Angel, Supertrank. Superangel, ja gut, dann geht die Superangel auch flöten. Fahrrad, Superball, Aufwecker, Hyperheile. Brauchen wir den Tür... Von wann schleppen wir den die Tür öffnen noch mit? Das ist auch schon eine ganze Weile her, oder? Fragezeichen, Türöffner und so. Fragezeichen, öffne, Türöffner und so eine ganzen Schoten hier. So. Macht ein Mondstein Sinn? Können wir damit irgendwen entwickeln? Ah, ist ja scheißegal, machen wir zum Schluss irgendwann. Nugget ist egal, Angel, Bootsticket, Münzkorb, VM, okay, hier. PM07. TM12. TM19. Also ich versuche die jetzt alle mit reinzunehmen, dass wir hier noch ein bisschen rumprobieren. TM48 und TM42 auch auf jeden Fall. Ist es das dann? Ich drücke mit Absicht nicht so oft, weil man kennt's. Auf einmal nimmt man da irgendeinen Quatsch mit. Den man... Nein, da geht's schon los. Geh weg. Möchtest du bla 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 mitnehmen? Ich glaube, ich habe auf Nein gedrückt. Ich glaube, das hier TM29. Langsam, aber sicher geht es voran. Warte mal. Achso, ich habe keinen Platz mehr. Ah, war ja klar. Das war ja klar. Okay. Ich habe den Hinweis von meinem Handy bekommen, dass das Spiel gleich beginnt. Das heißt, wir werden hier nochmal schnell durchgehen. TM07 ist Hornbohrer. Bringt das was? Nope. TM12 ist Aquaknarre. Okay. Das ist nicht einer von denen schon? Aquaknarre ist doch Quatsch. TM19 Geowurf. Okay, ein Geowurf, da können wir drüber reden. Turtok oder Magma? Sag mal, Magma, was kannst du... Achso. Okay. Was kannst du eigentlich, Magma? Was ist hier noch? Traumfresse, ja. So, Nebulak. Ja, ein Traumfresse. Okay. So, dann nochmal rein hier. Und dann gucken wir nochmal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Aufnehmen. Okay, ich sehe hier auf jeden Fall noch zwei.
Eins. Und zwei. Und können wir noch einen? Das wäre der letzte, den brauchen wir auch noch. Ja. Nein! So, was haben wir denn hier nochmal? Da müssen wir doch noch was ablegen gleich, ne? Oder kann er was lernen? Erdbeben, was geht denn? Los, komm. Diktri. Ja, wahrscheinlich wird Diktri oder würde Diktri das sowieso erlernen, aber ist jetzt auch egal. Oder? Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Schauflerkratzer, heute. Ja, komm, hier. Also, los. Also, alles vergessen. Diktri lernt Erdbeben. Was geht denn? In Deutschland geht ein Beat um, oder wie das? Wie war das? Psychokinese. Ja. Magma kann Psychokinese, okay. Nebula versucht, Psychokinese zu erlernen. Ja, komm, wir müssen Nebula halt ein bisschen pushen, ne? Sonst hält er nicht mit. Welche Attacke soll vergessen werden? Schlecker, Konfusstrahl, Nachtnebel oder Traumfresser? Schlecker. Eigentlich Konfusstrahl, aber... egal. So. Nein! Ich drücke mal einmal zu oft. Und das letzte Ding war doch Metronom, oder... ja, hieß das Metronom, ja. Aber wer kann denn... wer kann denn Metronom überhaupt lernen? Stimmt das eigentlich, dass man hier ein Togepi holen kann? Gab's da nicht auch irgendeinen Cheat? Mew kann man doch auch holen. Den muss man doch auch ein Togepi holen können, oder? Ganz einfache Mathematik. So. Metronom, komm. Ja, Mann, Magma, du bist der Beste. Magma lernt Metronom. So, Sportsfreunde. Jetzt sind wir ready für den nächsten Orden. Da wird ja auch nicht mehr so viel kommen. Ich weiß noch nicht, ob wir rüber surfen oder rüber fliegen können wir nicht mehr, oder? Tauboss ist ja jetzt raus, dann müssen wir rüber surfen. Wirft noch einen Blick drauf. Ihr wirft noch einen Blick drauf und dann können wir nochmal tauschen. Ja. Ja, dann surfen wir einfach rüber. Oder kann Gyarados auch fliegen? War das nicht der Running Gag, dass Gyarados fliegen kann? Das check ich gleich nochmal. 37. Ja, 37, 36, 34, 22 und 28, okay. Warte mal, das muss ich nochmal checken. Irgendwie ist mir so... fliegen. Nee. Dann habe ich mich da vertan. Mir war mal so, als wenn es da irgendwie so eine Attacke gab, wo man sich so denken konnte, hä, Gyarados? Wieso, das ist so eine Flugattacke, wieso kann der das denn? Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht. War das irgendwas anderes, Flügelschlag oder so, was keinen Sinn ergeben hat? Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist der Part an dieser Stelle erstmal zu Ende. Im nächsten Part machen wir uns dann auf Richtung Level 8, hätte ich was gesagt, Orden Nummer 8. Und eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal ciao.